Und noch in die Kamera halten. Ja, Jungs, meinen allerherzlichen Glückwunsch hier zum Supercup-Sieg auf St. Peter-Ording. In St. Peter-Ording. Auf ist ja nicht dieser Quatsch, seine Insel. Alles gut gelaufen das Wochenende? Ist ja erstens keine Insel, deswegen in St. Peter-Ording. Danke, dass du mich nochmal berichtigst. Ich sage ja, ich habe Müll geredet. Kurze Worte zum Turnier. Ja, wir hatten Phasen, wo wir richtig gut gespielt haben, Phasen, wo wir etwas schlechter gespielt haben. Ja, das ist bei Double Elimination ganz gut, dass man mal sich einen Fehler erlauben kann. Und in den richtigen Situationen haben wir dann gut gespielt und dann das Turnier gewonnen. Ne? Zum Beispiel gegen uns im Halbfinale, ne, Micho? Das ist richtig, ja. Was habt ihr euch dabei gedacht, das Viertelfinale zu verlieren? Wir hatten ja vorher ausgemacht, und mal jetzt hier auch vor allem Mann, wenn wir das Finale gegen die beiden verloren hätten, dann wären wir in Staria Blonki gar nicht erst angetreten zur Candy Quarter. So wollten sie uns ja unbedingt im Halbfinale ausscheiden lassen und deswegen werden wir natürlich nach Polen fahren, um gegen die wahrscheinlich wieder zu verlieren. Selber schuld? Aber damit du deine Frage selber nicht beantworten darfst, wir wollen euch in der deutschen Rangliste einholen. Deswegen sorgen wir dafür, dass ihr wenig Punkte bekommt und wir dadurch mehr Punkte. Und das war die einzige Chance, die Differenz relativ groß zu lassen. Okay, muss ich unterschreiben? Ich bin ehrlich, wo ich 2.500 mitnehmen. Okay, ihr habt, dadurch, dass ihr das Turnier gewonnen habt, habt ihr alles richtig gemacht, keine Frage. Sonst noch ein Wort zu St. Peter-Ording, bei dem Wetter und alles. Geiles Turnier, oder? Ja, genau. Wie ich von vorhin gesagt habe, ist vergleichbar mit dem Millantor. Also Millantor hat auch natürlich was anderes, als Einzigartigeres. Aber St. Peter-Ording macht schon ein bisschen Konkurrenz. Und ich glaube, an der Stelle verlassen wir St. Peter-Ording mit den Siegern. Böckermann und Watzka, völlig verdient. Bis dahin, ne? Bis morgen. Tschüss.